Also willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Heute ist 23. September und in New York ist Klimagipfel. Und da ist die Kanzlerin nicht sparsam geflogen, eine Maschine und alle sind drin, sondern sie haben gleich zwei Flugzeuge genommen. Eins, wo sie sitzt, vorne, und eins dahinter mit der Verteidigungsministerin. Und da sagen doch einige Leute, das ist doch besonders schändlich, das zu machen, wo doch gerade so viele Positionspapiere, Eckpunkte über Klimaschutz verabschiedet worden. Wie kann die das machen? Fliegt mit zwei Flugzeugen. Bösewicht, Bösewicht. Das ist die Bundesregierung, die kann erstmal machen in der Sache, was sie will. Doch, auch wenn es um Klima geht. Die Bundesregierung kann sagen, dass es vom Flugtechnischen her nicht anders geht und dass man dann in mehreren Maschinen fliegen muss. Auch der Außenminister ist nach New York geflogen in einer eigenen Maschine. Andere Minister sind auch nach New York geflogen, manche auch mit Linienflügen. Jetzt? Ja, auch jetzt, nicht am gleichen Tag. Das heißt, wir fliegen mit vier Maschinen? Ja, wir haben vier Maschinen gehabt mit fünf Leuten, die dahin, oder mit fünf Regierungsmitgliedern, die hingeflogen sind, mit immer vielen Leuten dabei, Journalisten dabei, Wirtschaftsvertreter, Beamte dabei. Und wenn die alle nicht in ein Flugzeug passen, muss man halt ein zweites nehmen. Also ich habe heute Morgen im Radio gehört, da wurde der Korrespondent vom Deutschlandfunk gefragt. Der war nämlich schon in der Maschine und hat geguckt, wie viele Plätze neben ihm frei sind. Sagt er, ganz viele. Es hätten alle da reingepasst. Tja, dann hätten wahrscheinlich mehr Journalisten mitfliegen müssen, weil ich glaube nicht, dass die Verteidigungsministerin hinten bei den Journalisten Platz genommen hätte, sondern sie hätte dann eher bei der Frau Merkel vorne Platz genommen. Und wenn dort alles voll war, macht es Sinn, mit mehreren Maschinen zu fliegen. Zumal in Prager Klimadebatte, da ja einiges auch immer wieder vermischt wird. Wenn ich das sagen darf, möchte ich es deutlich machen, an dem Bereich des Verkehrs. Wir stellen uns hin und sagen, Flug ist schlecht, umweltschädlich, die Bahn ist gut, umweltfreundlich, Elektroautos sind gut, umweltfreundlich, klimafreundlich, die Verbrennungsmotoren sind schlecht. Stimmt das nicht? Das ist eine vereinfachte Diskussion. Wenn Sie sich das Flugzeug zum Beispiel anschauen, wird pro Person auf 100 Kilometer 2,7 Liter Kerosin gebraucht. Das ist nicht besonders viel. Das heißt, für Fliege über den Atlantik ist es mit Abstand die klimafreundlichste Art zu reisen. Bei der Bahn sagen Sie, hat Klima. Frau Greta Thunberg genau was anderes erzählt. Und deswegen ist sie mit dem Segelboot dahin. Genau. Und nachdem sie mit dem Segelboot gefahren ist, musste viele ihrer Leute, die sie begleitet haben, fliegen und wieder zurückfliegen. Auch daran sieht man schon, wie verlogen die Diskussion häufig geführt wird. Nehmen Sie die Bahn. Bei der Bahn sagen wir umweltfreundlich. Das hängt davon ab, mit was für Strom die Bahn fährt. Und wenn die Bahn mit Strom fährt, der CO2 emittiert bei der Herstellung, dann fährt sie mit so einem Strom. Und ich kann nicht sagen im Stromnetz, ich suche mir den expliziten Strom aus. Sonst würden wir zwei sofort eine tolle Lösung finden. Wir trinken eine Flasche Wein, nur drei Viertel leer und sagen, alles gut, wir können Auto fahren, der Alkohol ist in der Flasche noch drin. Und so ist das beim Strom und beim Gas aus. Deshalb ist die Diskussion so verschoben, verloren. Nicht zu einfach. Nein, ich mache mir es nicht zu einfach. Ich möchte sogar noch deutlich sagen, zu den Elektroautos wird völlig ausgeblendet, wie die Batterie hergestellt wird, wie viel CO2 entsteht bei der Herstellung einer Batterie, die man fürs Auto braucht. Und über die Entsorgung wird auch nicht diskutiert. Das heißt, wir haben in diesem ganzen Bereich eine Diskussion, die teilweise auch ideologisch geführt wird. Und das ist der Vorteil der Bundesregierung, insbesondere der CDU und der CSU, dass sie eine solche Diskussion nicht rein ideologisch führen, sondern sachlich führen und sagen, okay, wenn wir uns dazu verpflichtet haben, CO2 einzusparen, dann wollen wir dieses Ziel erreichen. Aber wir wollen es wirklich erreichen, nicht mit ideologischen Etiketten, dass wir sagen, jetzt haben wir da was fürs Klima getan und da, wenn man genau hinschaut, stimmt es überhaupt nicht. Aber wenn ich die CSU angucke und ihren Vorsitzenden Söder jetzt, der versucht, die Grünen nun zu überholen, ob links oder rechts, ist ganz egal. Er versucht zumindest, grüner als die Grünen zu werden. So wird berichtet. Was ist denn daran? Ist er jetzt verlogen oder was macht er für Politik? So wie ich Söder verstanden habe, versucht er gar nicht grüner als die Grünen zu sein, sondern deutlich zu machen, dass Umweltpolitik, Bewahrung der Schöpfung ein ureigenes Thema der Unionsparteien ist. Und auf diesem Thema will er weiter vorankommen und möchte eine sachliche Diskussion auch über das Thema Klimapolitik. Der wichtige Punkt ist nämlich immer, dass es Parteien gibt, die ideologisch beschränkt nur einen Themenpunkt herausgreifen. So haben wir aktuell unheimlich viel Diskussion, Klimapolitik, Klimapolitik, Klimapolitik. Wie können wir CO2 vermeiden, vermindern, verringern? Wir als Regierungskoalition haben festgestellt, dass die Bundesregierung sich zu CO2-Zielen verpflichtet hat. Ob das sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt. Sie hat sich dazu verpflichtet und dann muss es auch eingehalten werden. Und wir versuchen jetzt solche Maßnahmen durchzuführen, die das gesamte Land und die Menschen im Blick haben, die sozial ausgewogen sind, die unserer wirtschaftlichen Grundlage nicht entziehen, die dafür sorgen, dass wir auch morgen noch ein starker Wirtschaftsstandort sind, dass das erwirtschaftet werden kann, was die junge Generation morgen braucht.
Die sozialen Aspekte müssen berücksichtigt werden, gerade bei einer alternden Gesellschaft, die wir haben, und natürlich die ökologischen. Und dieser Klang, dieses Gesamtbild muss betrachtet werden. Und ich denke, das gelingt der Koalition relativ gut. Ich will mal aufgreifen, was Sie eben gesagt haben. Ideologie. Ideologie heißt, wir wollen Klimaschutz um jeden Preis. Die Kanzlerin sagt, wir machen Politik, nicht um jeden Preis, sondern das, was machbar ist. Das sagen die Kritiker, und davon ist die Zeitung ja voll. Gestern am Sonntag, heute am Montag, alles, dieses Klimapaket der Bundesregierung, der GroKo, ist schlecht. Ja, es taucht nichts. Und die Frau Merkel, die Kanzlerin, sagt, nee, es fasst genau das zusammen, was wir tun können. Wer hat denn nun recht? Die Kritiker, die sagen, es ist zu wenig, oder Frau Merkel, die sagt, es passt jetzt so gerade? Also ich bin da fest überzeugt davon, dass die Bundeskanzlerin in diesem Punkt schon recht hat und dass die, die sagen, das ist nicht richtig und zu wenig, gesagt hätten, es ist zu wenig. Und wenn Sie sehen, die Diskussion läuft jetzt so, die einen sagen, es ist zu viel, das ist falsch, die anderen sagen zu wenig, man hätte viel mehr machen müssen. Jetzt kommt sogar ein großer Grüner und sagt, bei diesem Klimapaket werden Arbeitsplätze abgebaut. Ich habe keinen konkreten Vorschlag von den Grünen bisher gehört, wie das aussehen muss. Und wenn Sie die Menschen fragen, ich mache das ja in meinem Wahlkreis immer wieder, für Klimaschutz sind viele. Wenn es nichts kostet und wenn es einen selbst nicht belastet und wenn die anderen einsparen. Und Sie können sich auch mal die Diskussion bei Fridays for Future anschauen, wenn die jungen Menschen auf die Straße gehen, die wirklich innerlich überzeugt sind, dass sie für was Gutes auf die Straße gehen. Aber auch dort ist nicht alles klimapolitisch sauber, wie das funktioniert. Da lässt man sich teilweise von den Eltern zur Demonstration fahren. Da hat man Plastikbecher in der Hand. Im Zweifel auch das. Hat man Plastikbecher in der Hand. Man nutzt ständig sein Handy. All diese Geschichten, die eigentlich in eine ganzheitliche Betrachtung mit hinein müssten. Wer weiß denn schon, dass die 5 größten Serverfarmen auf der Welt mehr CO2 emittieren als sämtlicher weltweiter Flugverkehr? Auch das wird oft nicht beleuchtet. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir bei der Klimadiskussion das Ganze im Blick haben, dass wir wissen, dass wir eine Umweltpolitik machen müssen, dass wir die Schöpfung bewahren müssen. Das sind unsere Aufgaben und dass wir dafür sorgen müssen, dass das sozial, ökonomisch auch ausgeglichen stattfindet. Klingt alles sehr gut. Sie sind ja, Ihr Wahlkreis ist in Karlsruhe, das ist Baden-Württemberg, richtig? Ja. So, und da liegen die Grünen bei 38% beim neuesten Umfang. Am Wochenende war der Parteitag der Grünen. Herr Kretschmann, der Ministerpräsident der Grünen, hat gesagt, das ist alles viel zu wenig. Das gefällt mir nicht. Und kriegt dafür Bombenapplaus. Wie geht man denn damit um, wenn in einem Industrieland Baden-Württemberg die Grünen bei 38% liegen? Wenn Sie jetzt den Grünen-Parteitag ansprechen, ist das völlig klar, dass er Beifall bekommt, weil die Grünen ihn beklatschen müssen, denn sie wollen ihn ja wieder als Ministerpräsidenten haben bei der nächsten Wahl. Die CDU Baden-Württemberg hat eine kompetente, starke Gegenkandidatin aufgestellt, unsere Kulturministerin Susanne Eisenmann, die als Kulturministerin tough und klar ihren Job macht, die wieder dafür sorgt, dass Bildung in den Mittelpunkt gestellt hat und viel zu kämpfen hat mit den Altlasten der SPD-Kultusminister, die es vorher gab. Ja, und die macht in den Umfragen vom Sonntag, von gestern, bei 18%. Die Frau Eisenmann macht den Job aber gut. Und das Thema Bildungspolitik wird ein Thema auch im Wahlkampf sein. Und auch der Ministerpräsident Kretschmann in Baden-Württemberg sieht das Klimapaket vielleicht so, wie Sie es gerade beschrieben haben, hat in seiner konkreten Politik aber immer auch versucht, nicht nur Ideologie in den Mittelpunkt zu stellen, sondern auch zu schauen, was bedeutet das die Wirtschaft und was bedeutet für das Soziale. Und das in der Koalition mit der CDU in Baden-Württemberg läuft meiner Ansicht nach ausgezeichnet. Und man hat da genau auch durch die CDU in der Koalition das ausgleichende Moment, dass wirtschaftliche und soziale Kriterien mit berücksichtigt werden. Ja, aber er hat gleichzeitig gesagt, der Ministerpräsident Kretschmann in Baden-Württemberg, Meinungsumfrage 38% bisher, top keiner. Er hat gesagt, wir Grünen werden im Bundesrat dafür sorgen, dass wir alles genau angucken. Nicht er hat es gesagt, sondern seine grünen Parteifreunde. Das klingt ja für mich so, vorher hat man das alles nicht so genau kontrolliert, sondern jetzt bei diesem Paket kontrolliert man das. Die Grünen sitzen in 9 Länderregierungen von 16. Von 9 von 16 Länderregierungen. Und drohen jetzt damit, im Bundesrat dieses Paket auseinanderzunehmen oder genau drauf zu gucken. Was heißt denn das? Heißt das, dass nun alles wieder auf den Kopf gestellt wird oder verschärft wird oder was? Das heißt als erstes, dass die Grünen zugegeben haben, dass sie sich bisher konkret um das Thema nicht gekümmert haben. Sie haben allgemein Plattitüden genannt. Ja, das war meine Frage. Ja. Vorher war es wenn wohl nicht so. Ganz allgemein Plattitüden genannt und haben sich nicht konkret mit beschäftigt. Haben bisher keine eigenen Vorschläge unterbreitet. Und kommen jetzt und sagen, jetzt wollen wir mal schauen, was dort in dem Paket steht.
sage ich, macht es gerne. Vielleicht kommt ihr zu dem Ergebnis, dass es doch gar nicht so schlecht ist. Wir werden die Diskussion in den Fraktionen jetzt in den nächsten Wochen führen. Und dann muss man sehen, was der Deutsche Bundestag dazu verabschiedet. Zumal man auch da wissen muss, das Strucksäckgesetz gilt immer. Kein Gesetz kommt so aus dem Deutschen Bundestag heraus, wie es hineingegangen ist. Da wird vielleicht das eine oder andere auch noch geändert. Und da lade ich die Grünen herzlich gerne ein, aktiv mitzuarbeiten, Veränderungsvorschläge zu machen. Wir als Koalition sagen zu, wenn die gut sind, nehmen wir die gerne auf. Wenn sie Ideologie sind, reine Ideologie, werden wir das ablehnen. Es sind ja Eckpunkte, so wurde es genannt, zum Klimaschutz. Eckpunkte, die alle jetzt in Gesetzesform gegossen werden müssen. Es wird nicht ein Gesetz geben, sondern viele. Und bei vielen ist der Bundesrat nicht beteiligt. Aber bei anderen doch. Also kann es ja durchaus sein, dass ein Teil durch den Bundestag kommt und ein anderer Teil im Bundesrat von den Grünen blockiert wird. Könnte ja sein. Könnte sein, könnte aber auch sein, dass wir das Gesetz so geschickt machen oder die Gesetze so geschickt machen, dass die, die im Bundesrat sind, auch so unumstritten sind, dass die auch im Bundesrat durchkommen. Na, gucken wir mal. Ja, jetzt machen wir eine kleine Werbepause und dann denken wir darüber nach, was damit wird. Und dann gucken wir auch nach der Pause auf den Zustand der GroKo, ob die überhaupt hält, um das alles durchzubringen. Das ist ja eine Frage, die uns immer näher kommt, nachdem die Regionalkonferenzen der SPD jetzt zur Hälfte zu Ende sind. Da muss man sich ja fragen, was diskutieren die da? In der Tat. Vielleicht ist da das Klima noch schlechter als auf der gesamten Landesebene. Das werden wir dann sehen. Okay, bis gleich. Zurück in unserer Sendung aus dem Bundestag. Und zu Gast ist bei mir Axel Fischer. Sein Wahlkreis ist in Karlsruhe, das ist in Baden-Württemberg, da wo die Grünen mächtig regieren. Ja, sie wollen sich ja irgendwann ablösen, aber noch sind sie ja mit denen in der Koalition. Ist ja auch immerhin was und es funktioniert ja bei ihnen. Vielleicht klappt es auch auf anderem Wege. Wir versuchen die Ablösung bei der nächsten Landtagswahl auf jeden Fall. Ist ja klar, das muss man immer sagen. Das werden wir auch hinbekommen. Aber Sie sind nicht in der Opposition, Sie sind Partner. Ja, das ist manchmal nicht ganz so einfach, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir eben mit Frau Dr. Susanne Eisenmann eine gute Kandidatin haben, die auch einen starken, harten Wahlkampf führen wird. Und dann muss der Wähler am Schluss entscheiden. Wann wird denn gewählt bei Ihnen? Gewählt wird Anfang 2021. Ja, also vor der Bundestagswahl. Jawohl. Vor den Wahlen im Land Berlin. Genau. Alles kommt im Frühjahr 2021. Aber vielleicht kommt ja alles ganz viel früher, weil nämlich die SPD ja nun vor der Entscheidung steht, nach den Regionalkonferenzen, 23 sollen es werden, die Hälfte ist vorbei, ja, und vielleicht schält sich eine Mehrheit raus, die sagt, wir steigen aus der GroKo für einen Parteitag. Was glauben Sie denn? Wie ist denn die Stimmung im Bundestag? Also die Stimmung im Bundestag ist schon so, dass wir alles versuchen vorzubereiten, dass wir vernünftig weiter regieren können, in welcher Koalition auch immer. Denn die Menschen erwarten, dass eine Regierung arbeitet. Sie möchten keinen Hickhack und keinen Streit in einer Regierung haben. Sie möchten, dass ordentliche Ergebnisse erzielt werden, dass man auch was, was man verspricht, mal durchzieht und Stück für Stück abarbeitet und nicht die Leute auf die Bäume scheucht, wieder herunterholt und ständig neue Themen aufreißt. Das macht die Koalition relativ gut. Auch bei einigen Streitereien, die es im Hintergrund immer gibt. Und ich glaube auch, dass die SPD mehrheitlich, zumindest bei den Kolleginnen und Kollegen im Bundestag, kann ich es sagen, der Auffassung ist, dass die Koalition auch ordentlich zu Ende geführt werden sollte. Was beim Parteitag der SPD rauskommt, kann ich nicht so genau sagen. Das ist nicht, ist äußerst schwierig vorherzusehen. Wenn es gut läuft, kann sogar sein, dass die so ein klares Signal geben in Richtung Fortsetzung dieser Koalition, weil die SPD als staatstragende Partei in der Vergangenheit immer gut gepunktet hat und ja auch große Kanzler mit hervorgebracht hat, die immer auch das Wohl der Bundesrepublik Deutschland im Mittelpunkt hatten. Und wenn die SPD das so versteht, wie er ja damals auch der Bundespräsident ins Stammbuch geschrieben hat, gleich nach der Bundestagswahl, dann wird die Koalition ordentlich bis zu Ende der Legislatur regieren. Wir dürfen ja immer nicht vergessen, dass nach der Bundestagswahl einige in der SPD diesen Harakiri-Kurs raus, absolut Opposition, schon fahren wollten. Und wir haben gelernt, nachdem die Koalitionsverhandlungen mit den Grünen und der FDP an der FDP gescheitert sind, dass die FDP dadurch auch an Zustimmung verloren hat. Warum ist das so? Weil die Menschen Parteien wollen, die auch in die Regierung wollen. Warum soll ich eine Partei wählen, die von vornherein sagt, ich gehe in die Opposition? Ich will ja Regierungshandeln damit beeinflussen.
Und deshalb glaube ich, dass die SPD so weit kommt oder hoffe sehr, so zur Vernunft kommt, dass sie so entscheidet, dass sie in der Koalition bleibt. Na, warten wir ab. Die Entscheidung fällt Anfang Dezember am Parteitag. Aber auch dann wären wir vorbereitet, wenn sie herausginge, weil ich davon ausgehe, dass wir bis dorthin den Bundeshaushalt für 2020 beschlossen haben. Und selbst wenn die SPD meint, aus der Koalition austreten zu können, wäre es theoretisch und auch praktisch möglich, in einer Minderheitsregierung bis zu Ende zu regieren, weil der Etat ja da unter ist. Unter der Kanzlerin Merkel, Minderheitsregierung. Ich sehe im Augenblick niemand anders, der sich aufdrängt, insofern unter Kanzlerin Angela Merkel, selbstverständlich. Vielleicht wird auch noch mal ein Anlauf gemacht, um mit den Grünen und der FDP zu verhandeln. Halte ich für eher unwahrscheinlich, aber ausschließen möchte ich das auch nicht. Ja, also kommen spannende Zeiten auf uns zu, wenn es vorbei ist. Was ist der normale Alltag denn jetzt? Klimapaket, Eckpunkte sind durch, wird jetzt zerschnippelt und in Gesetzesform gegossen. Wir haben zwei große Baustellen aktuell. Das eine wird jetzt sein, die Vorstellung des Koalitionsausschusses in konkreten Gesetzestext zu gießen. Da wird es noch genug Probleme geben, wo diskutiert werden muss, wie das im Detail aussehen muss. Da geht es um Abstandsregelungen für Windräder, um Frage von Ladesäulen für Elektroautos, um Geld für Forschung, was übrigens ein sehr wichtiger Aspekt ist, dass man da einiges machen muss. Und parallel dazu laufen die Beratungen für den Bundeshaushalt 2020. Und dort stellen sich so wesentliche Fragen, wie kriegen wir das hin, wieder einen ausgeglichenen Haushalt zu haben. Die Vorlage der Bundesregierung ist zwar ein ausgeglichener Haushalt, aber die Grundrente, die ja immer wieder diskutiert wird, die eingeführt werden soll, ist noch nicht eingepreist. Da ist ja jetzt eine Kommission eingesetzt, die soll das klären. Genau. Aber das, wie heißt das noch früher, kommst nicht weiter, machst einen Ausschuss. Es gibt so einen schönen Satz, der reimt sich sogar, wenn du mal nicht weißt, da weißt, dann gründe einen Arbeitskreis. Ja, genau. Aber die Kommission soll jetzt. Fiel mir gerade nicht so ein. Ja, die Kommission soll jetzt aber konkrete Gesetzesvorschläge machen. Und das macht schon Sinn, dass man eine Kommission hat, die sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzt. Denn die Frage Grundrente, wie wird sie gestaltet, gibt es dann auch eine Prüfung, ob einer bedürftig ist, ja oder nein. Die Bedürftigkeitsprüfung möchte die Union ja sehr stark haben. Steht doch im Koalitionsvertrag so geschrieben. Ja, aber da. Warum will die SPD denn davon abgehen jetzt? Weil das die SPD meint, ist für sie ein gutes Thema, hat wo sie Punkte sammeln kann. Aber wir werden auf den Koalitionsvertrag beharren. Und wir hoffen, dass wir den Minister und auch die Regierung und dann auch die Mehrheit im Parlament überzeugen können, dass eine Bedürftigkeitsprüfung sein muss. Das ist ja nur ein Beispiel für das, was diskutiert wird. Wir diskutieren über die Frage, wie erreichen wir die versprochenen 2% für Verteidigung. Die Bundesregierung hat für die mittelfristige Finanzplanung zwar weniger vorgesehen, aber das Versprechen 2% steht nach wie vor im Raum. Und so, wo ich im Bereich aber Klima... Aber da steht doch eine Jahreszahl, so, bis... Ja, sicher, natürlich. Bis. Das ist das schon steht klar. Nicht jetzt. Ja, richtig. Aber auch da muss man einen Weg finden, wie man dorthin kommt. Und wenn wir sagen, zur Jahreszahl so und so viel, möchten wir 2%. Und die Bundeskanzlerin sagt, das haben wir zwar mal versprochen, aber bis dorthin reicht auch 1,5, dann ist sofort die Frage, wie werden Klimaziele, die man versprochen hat, ernsthaft auch angegangen. Und ich bin dafür, dass man Dinge, die man versprochen hat, entweder sagt, das Versprechen war falsch und ich trete davon wieder zurück, oder aber ich versuche es zu erreichen. Und solche Dinge müssen im Hintergrund besprochen werden. Sie haben aber völlig recht, es geht jetzt nicht darum, sofort den Etat im Verteidigungsbereich zu verdoppeln, wäre auch völlig unnötig und übertrieben, würde auch vom sachlichen Ablauf her gar nicht gehen, aber einen Aufwuchs werden wir ein Stück weit haben müssen die nächsten Jahre, ist übrigens in der Koalition auch unstrittig. Die Frage ist aber natürlich, wie wird sowas dann entsprechend finanziert? Hängt ja oft dann auch an konkreten Projekten, welche neuen Aufträge werden gemacht. Wie kriegen wir die Bundeswehr wieder dazu, dass die Hubschrauber und die Flugzeuge auch wirklich fliegen und nicht mehr am Boden stehen? Und da gibt es also im Hintergrund ganz viele Details, die besprochen werden müssen. Wir haben eine ganz große Baustelle auch bei der Frage IT-Konsolidierung. Hat die letzten Wochen die Zeitungen gefüllt, die Schlagzeilen, weil überhaupt nicht erreicht wurde, was erreicht werden konnte. Das war bisher hauptverantwortlich beim Innenministerium und dem Finanzministerium. Da gab es Rangeleien anscheinend um die Kompetenzen, wer darf was tun. Und da müssen wir als Haushälter natürlich auch sagen, Leute, schaut mal, dass er ordentliche Projekte hinkriegt, holt euch Sachverstand von außen, dass das entsprechend positiv vorangeht, dass da nicht noch mehr Geld verbrannt wird. Ja, aber Sie sind Haushälter, Sie rechnen zusammen, ja, habe ich mal gelernt, haben oder nicht haben. Wo wollen wir das Ganze, die ganzen Milliarden hernehmen? 40 Milliarden Klimaschutz, 40 Milliarden für
ein anderes Paket, 5 Milliarden für die Kitas. Jetzt fängt Frau Giffey schon an zu sagen, das ist ja begrenzt, auch auf 5 Jahre. Kein Problem, danach wird das auch finanziert. Wo soll das alles herkommen? Die positive Nachricht ist ja, dass wir immer noch Steuermehreinnahmen haben. Die negative Nachricht ist natürlich, dass alles, was irgendwann mal an Wünschen an einen herangetragen wird, geprüft werden muss. Und da muss man eine Prioritätenliste erstellen. Was ist finanzierbar und was nicht? Der wichtige Punkt für uns als Union ist, dass wir ohne Steuererhöhungen auskommen. Dass klar ist, dass der Solidaritätszuschlag wieder entsprechend zurückgeführt wird. Es gibt die gesetzliche Grundlage dafür nicht mehr. Und dann muss man die Wünsche und die Versprechungen, die man gemacht hat, klar abschichten, eine mittelfristige Finanzplanung aufbauen und schauen, wie man das entsprechend finanzieren kann. Und dann kann es sein, dass die Grundrente halt doch nur mit Bedürftigkeitsprüfung funktioniert, wenn denn überhaupt. Und auch da muss man deutlich sagen, im Koalitionsvertrag stehen viele Dinge drin, die unter einem Finanzierungsvorbehalt sind. Und da muss dann wirklich auch die Koalition als auch die Regierung klar machen, was sind meine Prioritäten und was nicht. Alles wünscht dir was, wird nicht gehen, weil so viel Geld haben wir nicht. Ja, zumal wir im Augenblick ja die Gefahr haben, dass wir einen wirtschaftlichen Abschwung hineinrutschen, steigende Arbeitslosigkeit, Entlassungen in entsprechenden Konzernen, Automobilindustrie ist nicht überall so, wie man sich vorstellt. Jetzt hat eine Gießerei im Saarland erklärt, dass in Betrieb einstellt. All diese Dinge sind kleine Wölkchen am wunderschönen blauen Himmel, die zeigen, dass es ab und zu auch schlechter läuft. Aber niemand will diese Wölkchen sehen. Die Wirtschaftsinstitute und alle sagen, Vorsicht, 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 wenn wir in die Rezession kommen, dann ist kein Geld mehr da für alle diese schönen Versprechungen. Und Sie haben ja richtig gesagt, im Koalitionsvertrag steht der Finanzierungsvorbehalt. Überall steht drunter, wenn wir es denn bezahlen können. Genau. Das wird offenbar alles nie gelesen. Doch, das wird gelesen. Ja, von Ihnen als Haushalt. Ja, und das macht's natürlich in der Haushaltsberatung an der einen oder anderen Stelle im Moment auch etwas schwierig, weil wir schauen müssen, wo ist noch Luft drin, wo können wir noch ein bisschen was aus dem Haushalt rauskitzeln. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn Geld im einen Jahr nicht ausgegeben wird, wird es das nächste Jahr übertragen. Haushaltsreste nennt man sowas, was kann man da noch rausholen? Also da gibt es schon an der einen oder anderen Stelle Möglichkeiten. Ich kann Ihnen aber zur Frage Arbeitslosigkeit beruhigt sagen, dass die BA auf soliden Beinen steht, einen tollen Job macht, auch was die Integration von Zugewanderten, von Migranten angeht in den Arbeitsmarkt, da sind wir besser als erwartet. In der Tat nur in einfachen Jobs, aber immerhin. Ein Drittel der Menschen, die gekommen sind, nach 2015 arbeiten. Das sind mehr, als wir gedacht haben. Kannst du mal wiederholen? Ein Drittel der Flüchtlinge sind in Arbeit. Sind in Arbeit, ja. Sozialversicherungspflichtig. In einfachen Jobs, aber sie sind in Arbeit. Und da arbeiten wir weiter dran, dass auch Berufsintegration funktioniert. Wir haben Riesenbaustellen natürlich bei der Frage Zurückweisung von Straftätern. Da muss einiges verbessert werden. Ich hoffe, dass das Innenministerium auch entsprechend vorankommt und auch die Koalition im Zweifel im Gesetz nachlegt. Wir haben ein Fachkräftezuwanderungsgesetz auf den Weg gebracht, das zum 1. Januar hin gelten wird. Jens Spahn war jetzt in Mexiko, um Fachkräfte hierher zu holen. Im Pflegebereich vor allem, dass wir hier vorankommen. Also es sind so Baustellen, die nebenher dann mitlaufen. Bei den Haushaltsberatungen selber geht es immer noch darum, wie kriegen wir einen ausgeglichenen Haushalt hin. Ich habe vorhin gesagt, der Entwurf der Bundesregierung, der eine mittelfristige Finanzplanung schon hat, ist ausgeglichen. Aber ich habe auf die Risiken hingewiesen. Das eine war, wie gesagt, dass die Frage Grundrente nicht eingepreist ist. Ein zweiter Punkt, der auch wichtig ist, in diesem Etat stehen die Mauteinnahmen noch drin. Die Automobilmaut wird aber nicht aber kommen. Nicht. Damit ist in der mittelfristigen Finanzplanung natürlich eine Lücke entstanden. Und wir müssen vor allem jetzt als Haushälter, wir als Regierungskoalition aufpassen, dass wir jetzt nicht für den Etat 2020 zu viel versprechen, auch in der Planung 2021, 2022, 2023, wo wir uns binden an Ausgaben, die wir später nicht finanzieren können. Und das ist die eigentliche Herausforderung, dass man auch den Kolleginnen und Kollegen sagt, es geht nicht jeder Wunsch. Es ist machbar, aber man muss ab und zu mal deutlich auf die Bremse drücken. Ich bin sehr froh, dass unser Sprecher Eckhard Rehberg das immer wieder sehr klar betont und auch, dass Johannes Kahrs von der SPD da sehr drauf achtet. Und wenn die Fraktionsführung diesen Weg mitgeht und die Fraktionen das mittragen, werden wir einen ausgeglichenen Haushalt hinbekommen, der in den nächsten 3-4 Jahren in der Finanzplanung auch sauber die schwarze Null durchträgt. Und das, obwohl wir im Klimaschutz das eine oder andere machen werden und obwohl wir diese Finanzierungsrisiken haben. Aber es geht kein Wunschkonzert, auch kein Wunschkonzert der Bundesländer. Also Ihr Bleistift ist immer gespitzt, das Radiergummi auch, und dann kann nichts schiefgehen.
Und das sagen Sie so mit Leichtigkeit. Ja, 40 Milliarden mal eben Klimaschutz, das wird ja mit Sicherheit nicht reichen, wenn ich das so zähle. Der höchste Kritikpunkt ist, wenn ich darauf nochmal zurückkommen darf, dass der Preis für CO2 zu billig angesetzt ist. Das heißt, der müsste ja viel höher sein. Dann würde aber doch der Staat wieder mehr Einnahmen kriegen. Bei CO2 reden wir nicht über eine CO2-Steuer, das wäre in der Tat eine Einnahme für den Staat, sondern wir reden über einen Zertifikatehandel. Und die Frage ist dann, wer diese Zertifikate auf den Markt wirft und wer das Geld bekommt. Bei einem Zertifikatehandel kann es rein theoretisch durchaus sein, dass Geld auch ins Ausland abfließt, weil andere Länder andere Zertifikate uns verkaufen können. Ganz einfaches Beispiel, Deutschland steigt aus der Kernenergie aus, Frankreich baut Kernenergie aus. Mehr Kernenergie heißt mehr CO2-freie Energieversorgung. Wir in Deutschland haben uns für diesen Weg entschieden. Das kann man jetzt auch nicht mehr zurückdrehen. Also findet Energieversorgung in Deutschland eben nicht mehr durch Kernenergie statt. Diese CO2-freie Energieerzeugung ist weg. Also könnte es sein, dass Franzosen uns dann CO2-Zertifikate anbieten. Geht der Preis aber entsprechend sehr hoch, überlegt sich ein Unternehmer in Deutschland, ob er seine Produktion in Deutschland bestehen lässt oder ob er nicht besser CO2-freien Strom in Frankreich einkauft und nach Frankreich verlagert. Ja. Und deshalb ist sehr wichtig, dass dieser Preis nicht irgendwo in der Luft explodiert. Das muss ein echter Preis sein. Darüber reden wir das nächste Mal, wenn es denn umgesetzt wird. Unsere Sendezeit ist leider um. Ich bedanke mich bei Axel Fischer aus Karlsruhe, Wahlkreis Nummer 272. 272 aus dem schönen Baden-Württemberg, das mit Grüner und CDU regiert wird. Ja, ist doch schön. Vielleicht klappt das ja auch auf Bundesebene. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche Montag, wie immer 20:15 Uhr aus dem Bundestag. Bis dahin, danke und tschüss.